Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich den Valea Adventskalender für Ladies. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Dieser Adventskalender ist unglaublich schön vom Design her. Ich liebe diesen Print. Ich finde das mit dem Reh hier drauf super schön, mit diesem mädchenhaften, pinken, rosanen, pastelligen, mit dem Eichhörnchen, It's a Magical Time und das Ganze, das finde ich so schön, muss ich wirklich sagen. Also den hätte ich super, super gerne die ganze Adventszeit über bei mir stehen. Geile Geschichte. 14,95 finde ich auch relativ gut für so einen Adventskalender. Ist relativ günstig, aber er ist halt echt groß, ne? Ich bin sehr gespannt, ob wir hier eher so Produkte für Jugendliche drin haben oder ob es eher Produkte, so Anti-Aging-Produkte sind oder so. Dann muss man halt nochmal drüber nachdenken. Ja, wirklich gut. Ich werde die Preise runterrechnen auf die Produktgrößen aus dem Standardsortiment. Das ist jetzt bei Duschgel mit 55 Millilitern immer ein bisschen frech, aber es ist so, dass ich das bei allen Adventskalendern so mache. Deswegen mache ich das hier auch. Normalerweise, wenn man halt so eine kleine Größe hat, sagt man, dass man da schon für so ein Duschgel 95 Cent ansetzen sollte. Aber ich mache das bei allen Adventskalendern gleich, also auch bei dem. Deswegen wundert euch nicht, wenn der Preis vielleicht nachher am Ende etwas blöd aussieht oder der Wert vor allem. Ja, genau. Gibt es bei DM zu kaufen und ich bin gespannt, was hier so alles drin ist. Man kann den hier an diesem Henkel wunderschön durch die Gegend tragen. Hinten hat er Löcher drin, da kann man den an die Wand montieren. Ich würde ihn einfach ins Regal stellen, ne? Wenn man halt oder irgendwo auf dem Zeigbord. Upsala. Und ja, ich will jetzt wissen, was drin ist. Ich will gar nicht mehr lange quatschen. Ich suche mir jetzt die Nummer 1 und die haben wir hier. Die machen wir jetzt auf. Sparkle wherever you go. Du sollst also glitzern, wo auch immer du hingehst. Mit einem Duschsalz-Peeling, It's a Magical Time, reinigt und peelt mit natürlichem Meersalz. 40 Gramm sind hier enthalten. Ja, das hört sich doch nach einer Challenge an, ne? Finde ich so ansprechend. Ein Duschsalz-Peeling. Ich mag lieber Zuckerpeelings tatsächlich, weil Salzpeelings tatsächlich etwas mehr austrocknen bei mir. Aber ich creme mich sowieso nachher immer ein. Das ist auch ein... ja, so ein bisschen Feuchtigkeit ist da drin, aber jetzt nicht so ultra viel, ne? Also... Na, das ist cool. Da habe ich Bock drauf. Hier haben wir die Nummer 2. Die Kläppchen lassen sich schön öffnen übrigens. Gönn dir Zeit für dich und nimm mal wieder entspannt ein Schaumbad. Ja, kann ich leider nicht, mangels Badewanne, Leute. Mist, das waren meine Fixing Sprays. Ja, das ist ein Schaumbad mit Kakao und Waffelduft. Oh geil, 50 Milliliter und das ist vegan. Das ist ja toll. Dieses Printing, also dieses Motiv da drauf ist ja mal irre schön, oder? Richtig toll. Oh nee, das wäre aber nichts, worin ich baden wollen würde, muss ich gestehen. Das riecht mir etwas zu sehr nach Essen. Hier haben wir die Nummer 3. Follow your heart. Du sollst deinem Herzen folgen. Winter Shampoo, It's a Magical Time für wintergestresstes Haar und trockene Kopfhaut. Ja, das gibt es, glaube ich, auch dann irgendwann im Standardsortiment Richtung Winter bei Balea zu kaufen. Von Balea bei DM zu kaufen. Vegan 50 Milliliter. Genau, ne? Ist auf jeden Fall eine gute Kiste. Ich mag sehr, sehr gerne die Winter Haarkur. Oder mochte sie. Hab sie ein paar Mal verwendet. Fand ich gut. 4. It's okay if you don't have all the answers. Also es ist okay, wenn du nicht alle Antworten hast. Schade finde ich hier übrigens, dass das alles auf Englisch drin steht und nicht auf Deutsch, so wie bei dem Männer-Adventskalender, ne? Eine Haarmaske mit cremig-zartem Vanilleduft für wintergestresstes Haar und trockene Kopfhaut. Das dürfte wirklich eine Abfüllung sein von dem, was wir im Standardsortiment letztes Jahr bekommen haben. 20 Milliliter und vegan. Und wenn das die ist, dann ist die echt gut. Hier haben wir die Nummer 5. Die ist relativ groß. Let your confidence shine, pretty girl. Du sollst dein Selbstbewusstsein scheinen lassen, schönes Mädchen. Hier ist ein Badesalz drin mit natürlichem Meersalz und Kokosöl. Ja, ich würde nicht in Salz baden, weil ich das einfach nicht haben kann. Das wird bei mir brennen auf der Haut. Und Kokosöl ist auch nicht meine Welt, deswegen stört es mich gar nicht, dass ich in dem Fall keine Badewanne habe.
Nikolaus ist ganz schön klein. Manchmal ist es okay, wenn das Einzige, was du an diesem Tag getan hast, atmen war. Okay, das soll darauf hinauslaufen, dass du quasi auch einfach mal chillen darfst. Was haben wir denn hier drin? Ach, schön. Ach, schön. Das ist eine Seifenblüte mit 4 Gramm. Ja, die kann ich jetzt nicht aufmachen, weil die zugeklebt ist. Und die nimmst du halt wirklich für eine Badewanne, ne? Wenn du dir das einfach schön herrichten möchtest. Und das ist ja hübsch. Das ist ja echt hübsch. Ne? Die Nummer 7 haben wir hier. Die ist auch wieder schön groß. Oh, jetzt müssen wir leider das Rentiervieh hier kaputt machen. Falls dir das heute noch niemand gesagt hat, guten Morgen, schön, dass es dich gibt. Oh, es ist nett, wenn man den Adventskalender aufmacht und das direkt einem so entgegenspringt, ne? Eine Bodybutter mag ich, mit Vanille und Mandelduft mag ich, klasse. Schönes Design. 50 Milliliter sind enthalten und die ist vegan. Körperbutter ist einfach pflegender als Bodylotion an sich. Oh ja, die riecht angenehm. Das mag ich leiden. Cool. Die Nummer 8 ist hier. Die ist wieder klein. Let your dreams be your wings. Lass deine Träume deine Flügel sein. Das finde ich auch schön. Hier haben wir nämlich jetzt mal so ein Antifaltenprodukt drin. Was bei mir dann immer so diesen Gedanken auslöst, ist dieser Adventskalender was für junge Mädchen? Schreibt mir gerne dazu eure Meinung unten in die Kommentare, weil eigentlich vom Design her, von den Produkten her, im Großen und Ganzen, ja. Wenn man dann aber hier eine Q10 Winternachtcreme bekommt, ist das irgendwie doch nicht so eine Mädchengeschichte, oder? Ich weiß es nicht. 5 Milliliter sind hier enthalten und die haben wir auch jedes Mal in dem Adventskalender. Die Nummer 9 haben wir hier. Lass dir deinen Strahlen nicht nehmen, nur weil es andere blendet. Das ist nett, aber es ist manchmal gar nicht so leicht, das umzusetzen, Leute. Diese schönen, schlauen Sprüche. Cremedusche It's a Magical Time mit Moltebeerenduft oder auch Maulbeere. Vegan, 50 Milliliter sind enthalten. Mega angenehm. Toller Duft. So leicht eisig, aber es ist gut. Kommen wir in den zweistelligen Zahlenbereich und öffnen hier oben mal die Nummer 10. Huch. Trust the timing of your life. Vertraue dem Timing oder der Zeitfolge, die das Leben dir gibt oder sowas. Hand- und Nagelbalsam. Starke Nägel und geschmeidige Hände. 20 Milliliter. Ja, kann man sehr gut gebrauchen, gerade im Winter. Und das ist die obligatorische Handcreme, die einfach in einem Adventskalender drin ist, oder? Hier oben ist die Nummer 11. Vergiss nie, dass du ganz wundervoll bist. Oh, wie nett! 2-in-1 Waschgel und Augen-Make-up-Entferner. Sanfte Reinigung mit 20 Millilitern. Und dieses Produkt ist vegan. Nett. Ich weiß nicht, ob das mein Augen-Make-up runterkriegt. Muss ich ausprobieren, oder? Ich mache ja eigentlich Double Cleansing. Das heißt, vorher schminke ich mich ab vor der Dusche. Und in der Dusche benutze ich dann nochmal so einen Creme-Cleanser quasi. Ich weiß nicht. Nimmt das mein Augen-Make-up runter? Mal gucken. Halbzeit ist hier. Heute ist ein guter Tag für eine kleine Ausnahme. Und hier haben wir die Winterspülung passend zu dem Shampoo mit Panthenol für wintergestresstes Haar. Das sind 20 Milliliter und es ist vegan. Sonst waren die größer. Die ist aber klein. Nummer 13. Trau dich, es ist dein Leben. Ja, das sagt man sich oder lässt man sich immer wieder sagen, aber es umzusetzen ist dann die eigene Sache, ne? Spendet Feuchtigkeit und Vitamin E, das ist vegan und hat 10 Milliliter enthalten. Die Männer hatten 20 Milliliter Augencreme, Leute. Was soll das denn? Die Nummer 14. Wake up and do all that you can. Wach auf und mach alles, was du kannst. Schlaue Sprüche sind toll. Bodylotion mit Vanille und Candyduft. Ja, das ist wieder Essen, ne? 50 Milliliter und vegan. Ich glaube, das ist nicht mein Duft. Nee. 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 Die 15 haben wir hier. Life is good. Das Leben ist gut. Na gut. Wenn der Kalender das sagt, dann muss das so sein. Eine Fußbutter mit Fichtelnadeln und Mandarinenduft mit 20 Millilitern und das ist vegan. Ja, meine Füße, ne, die brauchen auch immer schön Pflege, Leute. Die tragen mich durchs Leben. Mit Fichtennadeln.
Riechst aber nicht viel von. Ja gut, ne? Hier unten ist die Nummer 16. Tu deinem Körper etwas Gutes, damit deine Seele Lust hat, darin zu wohnen. Das ist ein Zitat von Teresa von Avila. Mhm. Oh. Das ist eine Bad-Handseife Stern mit 20 Gramm. Die finde ich wirklich schön. Eine feste Seife. Passt zu meinen Nägeln gerade. Da riecht sie nicht viel raus, ne? Ein bisschen riecht die nach Essen auch wieder. Muss ich mal gucken. 17 haben wir hier oben. Enjoy the little things. Genieße die kleinen Dinge im Leben. Haarmilch mit Zimt und Mandelduft. Oh, 20 Milliliter und vegan. Ich weiß nicht. Gleichmäßig im feuchten oder trockenen Haar verteilen, Haaransatz ausspannen, nicht ausspülen, trocknen lassen und wie gewohnt stylen. Das ist so ein Leave-In-Gedöns, ne? Interessant. Aber mit Zimt? Oh. Die Nummer 18 haben wir hier unten. Be Your Own Inspiration. Eine Balea Tagescreme mit Hyaluronsäure und Lichtschutzfaktor 15, 20 Milliliter und vegan. Ja, ne? Das ist auch eine gute Geschichte. Die Nummer 19 finden wir hier unten. Erkenne das Wunder, das du bist. Die wichtigste Beziehung in deinem Leben ist die zu dir selbst. Do it for you. Mach es für dich selbst. Okay. Ein Fußpeeling. Ja, mit Orangen- und Ingwerduft, 20 Milliliter und vegan. Sowas kann man gut gebrauchen. Da freuen sich die Füße drüber. Herzlich willkommen im 20er-Bereich. Die Nummer 20 haben wir hier. Jeder Tag ist ein neuer Anfang. Atme, lächle und leg los. Schön, eine Gesichtsmaske spendet intensive Feuchtigkeit mit Traubenkernöl, die hat 20 Milliliter drin und ist vegan. Und ich finde es klasse, dass die jetzt auch Masken in diesen Tübchen reinpacken, weil das halt wirklich, es ist einfach naturfreundlicher, sagte sie und machte Adventskalender auf und hatte ihr Plastik AF rumstehen. Aber gut, ja, ist so, ne, tatsächlich. Es fängt in den kleinen Dingen an. Eine Feuchtigkeitsmaske ist auch immer eine gute Geschichte. Die Nummer 21. Sei du selbst, alle anderen gibt es schon. Niemand ist wie du und das ist deine Stärke. Ist das so? Ich weiß ja nicht. Oh, geil. Entschuldigung. Ist das der Lippenbalsam? Nee, ist er nicht. Das ist mit Butterkeksduft. Das ist wieder was zu essen. Für geschmeidige Lippen. 8 Milliliter sind hier enthalten. Ja, die hatten letztes Jahr eine richtig geile Lippenpflege da drin, aber Butterkeksduft brauche ich jetzt echt nicht. 22 haben wir beim Eichhörnchen. Tu heute etwas, worauf du morgen stolz sein kannst. Ja, ich mache heute ganz viele Adventskalender auf und bin morgen stolz auf mich, dass ich hier den Haufen weggemacht habe. Cremedusche mit Haselnuss, Nougat und Schokokeksduft. Das ist wieder eine Essensdusche. 50 Milliliter und vegan. Aber sowas, ne, dass man halt so nach Essen riecht, das ist, ich weiß nicht. Wie seht ihr das? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Nee. Oh, ob du nach Nutella mit Schokokeks riechen möchtest. Ich nicht. Die Nummer 23. Tu, was du liebst und lieb, was du tust. Wir haben hier noch eine Seife drin. Wieso haben wir denn zwei? Okay. Bad-Handseife Tannenbaum mit 15 Gramm. Das ist schön, aber irgendwie langweilig, oder? Und dann haben wir hier die Nummer 24. Watch out! Do you see the glow in everyone's eyes? It's because Santa and his reindeers are in the skies. Merry Christmas! Pass auf! Siehst du den Glow in den das Glitzern in allen Augen von allen Leuten? Das ist, weil es der Nikolaus und seine der Weihnachtsmann und seine Rentiere am Himmel sind. Fröhliche Weihnachten! Okay. Tada! Ja, wir haben eigentlich immer in der 24 irgendwas drin, was halt quasi nicht Pflege ist. Da bin ich jetzt mal gespannt. Ach, süß. Oh, es ist süß. Das ist so ein Haarband und das ist voll weich und flauschig. Das ist, wenn du so Masken aufträgst oder wenn du dich schminkst oder so, ne? Oh, ich feiere das. Voll süß. Voll geil. Und allein von der Kopfgröße her würde ich sagen, dass dieser Adventskalender echt für Erwachsene ist, ne? Wie gesagt, schreibt mir das gerne unten in die Kommentare. Ich fand den aber richtig geil. Coole Produkte, aber ein bisschen viel Essensdüfte, um ganz ehrlich zu sein. Also es wird ein Großteil von den Produkten weiterwandern. Ja, ansonsten lohnt er sich eigentlich schon, finde ich, ne? Also auch preis-leistungstechnisch lohnt er sich schon.
auch wenn der Wert, den ich ausrechnen werde, wahrscheinlich unter dem liegt, was ich dafür bezahlt habe. Ich bin super gespannt. Wir hatten dieses Jahr aber relativ selten oder wenig von diesen Duschen und Bodylotions. Das waren immer nur so irgendwie 2 oder so, ne? Sonst hatten wir mehr. Also das finde ich auch gut, weil das dann auch preis-leistungsmäßig sich dann erhöht. Ich fand den abwechslungsreich und ich fand ihn cool. Und ich kann ihn schon empfehlen, doch. Nicht nur wegen der Optik, ne? Sondern auch vom Inhalt tatsächlich. Lohnt es sich? Doch. Oder? Was meint ihr? Schreibt mir das gerne unten in die Kommentare rein. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender Unboxings 2020. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!